Hallo, Hallöchen. Heute gibt es mal ein besonderes Video von mir. Und zwar habe ich mir überlegt, ich mache ein Urlaubsbudget, weil da auch immer wieder nachgefragt wird. Und ich habe dieses Video oder diese Art Video schon bei der zauberhaften Finanzgräfin gesehen. Und ich hoffe, es ist in Ordnung für dich, dass ich das jetzt einfach eiskalt kopiere. Zumal es bei ihr auch richtig gut gelaufen ist. Und ja, ich würde sagen, wir starten dann mal durch. Kurz zur Erklärung, wie sich die Kosten zusammensetzen. Wir sind die erste Nacht, die wir losfahren, werden wir in einem Hotel in Deutschland übernachten. Das heißt Hotel Irene. Und alle Kosten, die hier stehen, sind halbiert. Das heißt, das sind meine Kosten, vermutlich. Und mein Freund hat nochmal dieselben Kosten. Also wir werden das fair teilen. Das heißt, eine Nacht sind wir in Deutschland, übernachten wir, weil wir eine ganz, 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 ganz liebe Freundin von mir besuchen. Dann sind wir für einige Tage in Tremosine in einem Hotel, beziehungsweise eigentlich ist es ein Apartment, eine Ferienwohnung. Mein Anteil wird 395 Euro sein. Anschließend werden wir für ein paar Tage in Vicenzano sein, also im Süden des Gardasees. Und da wird mein Anteil 235 Euro sein. Und Touri-Abgabe müssen wir auch zahlen. Das sind 1,50 Euro pro Tag. Ich habe jetzt mal ganz großzügig 20 Euro geschrieben. Ich habe überall Trinkgeld mit eingerechnet. Das heißt, das Trinkgeld ist direkt mit drin, damit ich da keine Schwierigkeiten bekomme oder das hinterher von meinem Essensgeld, Fun Money nehmen muss. Genau. Insgesamt war mein Urlaubsbudget 1.400 Euro. Von den 1.400 Euro verbleiben lediglich 235 Euro auf meinem Konto, denn das Geld für unsere dritte Unterkunft wird von meiner Kreditkarte abgebucht. Und das ist Quatsch, das abzuheben, wenn ich es dann hinterher wieder einzahle. Von daher ist das direkt auf dem Konto geblieben. Und das bedeutet, wenn von den 1.400 Euro 235 Euro auf dem Konto geblieben sind, dass ich 1.165 Euro eigentlich haben müsste. Und das zählen wir mal eben nach. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 1, 2, 3, 4, 5, 800, 1, 2, 3, 4, 5, 900, 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 50, 90, 1100, 20, 30, 40, 50, 60, 65. Das kommt also hin. Werden wir schon mal das Geld in meinen Tray einsortieren. Also auch sinnvoll. Ich finde, es ist einfacher, nach Geldschein zu zählen. Seht ihr das auch so? Also ist wahrscheinlich albern, aber geht natürlich auch anders, aber so ist irgendwie ja, einfacher. Genau. So viel Geld zum Verpulvern und in so kurzer Zeit, ne? Also, das ist echt krass. Ja, also, ich habe mir, so, hier ist das Geld, hier ist mein Planer. Ich habe mir meine alten Inlays für meinen alten Planer zu Brust genommen. Die habe ich mir ja mal selber hergestellt. Vorher war hier noch eine Lochung dran, die habe ich jetzt einfach abgemacht, weil, ja, das muss ja nicht sein. Ich habe einen Umschlag geplant für Unterkünfte, für Benzin, Touri-Abgabe, Fun und Essen ist eine Kategorie. Und einen Umschlag, den habe ich gemeinsam genannt, den werde ich mit meinem Freund, also mein Freund wird zum Benzin, Geld, Essen, Fun, Money, wird er Geld dazugeben. Das heißt, wir packen immer gleich viel rein und wenn es Geld aufgebraucht ist, nehmen wir es wieder raus. Ich glaube, alles andere wäre einfach nicht fair und man würde dann hinterher durcheinander kommen. Genau. Und ganz genau sehen wir das natürlich nicht, aber ja. Es soll halt einfach mal fair bleiben und in der Vergangenheit ist es immer so ein bisschen durcheinander gelaufen. So, die Kosten, die ich noch nicht verplant habe, waren, stopfen wir erstmal das Geld, wie ich es brauche. Ich habe mir überlegt, ich werde das Geld genauso aus den in meine Umschläge packen, wie ich es am Ende brauche. Also für das Hotel Irene brauche ich 50 Euro
Und für das Hotel in Tremosine brauche ich 395. Und das werde ich mir auch genauso hier reinpacken, wie gesagt. Da ist dann ein kleines Trinkgeld mit drin. Das ist aber auch in der Touri-Abgabe schon mit drin. Das ist aber nicht viel, aber so ein bisschen. Man gibt ja auch noch Geld, wenn man da am Frühstücken ist oder irgendwas. Genau, ich möchte es halt auch nicht übertreiben. Aber so ist es direkt mit eingeplant. Und so kann ich das Geld dann auch direkt rausnehmen und sehe auch sofort, wofür es ist und komme da nicht durcheinander. Dann haben wir das schon mal erledigt. Dann habe ich Benzingeld geplant. Und zwar, es ist jetzt sehr, sehr, sehr groß hochgegriffen. Ich habe jetzt mal geplant, dass wir 3000 Kilometer fahren. Das werden wir sehr wahrscheinlich nicht tun. Ich habe geplant, dass wir 3000 Kilometer fahren. Ich habe gerechnet, dass wir ungefähr 7 Liter pro 100 Kilometer brauchen, was auch wahrscheinlich zu viel ist. Und ich habe ausgerechnet, dass wir ca. 2,20 Euro pro Liter Benzin, also pro Liter Benzin brauchen, ist im Moment auch günstiger. Damit habe ich aber damals geplant und wenn dann am Ende was übrig bleibt, umso besser. Und ich habe ausgerechnet, dass wir dafür ca. 480 Euro brauchen. Ein Weg zum Gardasee hin und zurück sind 1100 Kilometer. Und da möchte man natürlich auch noch ein bisschen verfahren, ob das dann tatsächlich 800 Kilometer sind, sei mal dahingestellt. Und ob wir tatsächlich 2,20 Euro vertanken, ist, sei weiterhin dahingestellt. Und ob es wirklich 7 Liter sind auch. Aber ich habe hier einfach mal ein bisschen großzügiger geplant, damit wir auch nicht überrascht werden. Und weil die 2,20 Euro vor 2 Wochen auch noch gar nicht so utopisch waren. Genau, das heißt, in diesen Umschlag kommen als mein Anteil, wenn 480 Euro geplant sind, die Hälfte 240 Euro. 240. Und genau, die packe ich mir dann direkt in den Benzinumschlag. Theoretisch kann der Schatz dann auch direkt 240 Euro damit reinpacken. Und was am Ende übrig bleibt, teilen wir halt unter uns auf. Also so ist es am fairsten, denke ich. Touri-Abgabe. Touri-Abgabe sind 20 Euro, dann nehme ich 2 Zehner, weil wir in 2 unterschiedlichen Orten sind und das an jeder Stelle bezahlen müssen. Genau. Und den Restgeld, also das schreibe ich hier nochmal eben auf, Benzingeld 240, ich hoffe, ich habe das vernünftig erklärt. 3000 Kilometer, pro 100 Kilometer circa 7 Liter, pro Liter circa 2,20 Euro und da komme ich ungefähr auf 480 Euro. Also plus minus ein paar Euro, ne? Ich habe das jetzt nicht so ganz genau ausgerechnet. Jetzt schreibe ich doch die volle Summe auf, das ist auch selten bräsig. 240 Euro. Genau. Und das bedeutet, dass in meinem Budget noch 470 Euro drin sein müssten für Fun Money und Essen. Ich habe erst überlegt, ob ich das wie bei der Finanzgräfin auch aufteilen soll. Aber ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Wir haben vor, richtig viel zu wandern. Also richtig, richtig viel. Wir wollen schön für uns sein. Wir sind überhaupt keine Party-People. Und für uns ist Fun tatsächlich Essen gehen und Wandern gehen, für uns zu sein. Sicherlich werden wir mal im Boot über den See fahren. Vielleicht werden wir auch mal mit der, nennen wir es mal Gondel oder wie auch immer man das nennt, den Monte Baldo runterfahren. Ich hoffe, dass der Brand in den vor 2 Wochen da nicht zu viel Schaden angerichtet hat, dass man da tatsächlich noch wandern darf, weil das ist auch ein großer Wunsch von mir, dass ich den Monte Baldo einmal hochschaffe. Aber wahrscheinlich ist es dafür aktuell zu heiß. Genau, das heißt 470 Euro habe ich hier jetzt, müssten hier jetzt noch drin sein. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 200. 300. 400. 60. Ich liebe es, wenn irgendwas aufgeht, aber es ist egal, es ist trotzdem in Ordnung. Ne? Also 150, 50, 100, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 270, 290, 310, 330, 350, 370, 390, 410, 4.
30, 440, 450, 460 sind 460. Keine Ahnung, was jetzt schon wieder schiefgelaufen ist, mir auch egal. Das packe ich jetzt so weg. Und genau, das sind ungefähr 40 Euro, 42, 43 Euro am Tag, die wir dann haben. So viel Geld würde ich hier niemals ausgeben. Und ich glaube auch nicht, dass wir es brauchen. Aber wenn wir vorhaben, jeden Tag essen zu gehen, dann werden wir das machen. Genau, wir werden das wahrscheinlich nicht tun, weil wir auch einfach lieben, uns einfach nur mal was zu holen und dann irgendwo hinzusetzen und einfach nur ein Brötchen zu essen, auseinander zu reißen und ein bisschen italienischen Käse dazu zu essen. Also wir lieben das einfach, von daher bin ich sehr, sehr gespannt. Und ja, aber wenn ich das hier ausrechne, 700 minus 240 sind auch 460, das kommt also hin. Habe ich also richtig, richtig ursprünglich doch richtig gerechnet. Das sind dann auch nochmal 700. Und damit kommen wir auf 1400 Euro. Und selbstverständlich wird es einen Budgetabschluss für mein Urlaubsbudget geben. Oder ich baue das mit in meinen Wochenabschluss ein. Und dann habe ich diese Tasche in meinem Schrank wiedergefunden. Hat mich total gefreut, denn die habe ich schon ganz, ganz lange nicht mehr benutzt. Und da passen die Umschläge gut rein. Mein Spickzettel, auf dem draufsteht, was wir wo bezahlen müssen, nehme ich natürlich auch mit, damit man das nicht vergisst. Dann kommt hier natürlich noch ein Kugelschreiber rein und ich habe alles beisammen. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Wir fahren jetzt natürlich nicht heute oder morgen los, ne? Das dauert noch ein bisschen. Aber das hier wollte ich schon mal fertig machen und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei dem Video. Und schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wenn ihr dieses Jahr wegfahrt, wo es für euch hingeht. Und wart ihr schon mal am Gardasee? Und seid ihr mehr die Urlauber, die total gerne Hotel- oder Cluburlaub machen und dann auch viel im Hotel bleiben? Oder seid ihr auch wie wir, dass ihr einfach raus wollt? Bin ich mal gespannt. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, wann auch immer ihr das Video schaut. Und sage Tschüssi und bis bald.